Used to reach for the boys, theme for the spot, theme for the noise, theme for the top. Do the impossible, then never stop. Take the opposition, make them listen till I'm chilling with the illest. Say it take a village, but it took the world. Checkers with the game, I've been moving across the board. King me when I get there, I'm saying no. Yo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Real-Life-Video. Zusammen mit Marcel ist auch am Start. Yo. Und noch Marlon, ein Abonnent. Dem habe ich nämlich meine Möbel geschenkt im August, als ich nach Barcelona gezogen bin. Und wir sind jetzt gerade bei ihm zu Hause in seinem Zimmer. Hier ist es richtig nice, Alter. Hier zum Beispiel seht ihr mein Sofa, noch mit der LED-Leiste unten. Dann hier unter anderem das Bild, was im Flur aufgehangen war, bei uns in der Fullhouse-Wohnung. Dann auch hier das Bild mit den Affen, auch aus meinem Zimmer. Was ist noch hier von mir? Der Tisch sogar, ne? Ja. Krass, Alter, alles. Und auch hier das Beast-Bild noch mit einem Autogramm von mir. Also die Kommode auch. Richtig nice. Kommode. Und die Kommode auch. Also einfach nur alles, Mann. Vor allem, das würdest du dir so vorstellen, das ist einfach ein Zimmer, ein Haus, ein eigenes Haus für ihn hier. Das ist so krass. Mhm. Das ist man kann hier sogar noch hochgehen mit so einer Leiter und da können dann so Gäste pennen. Das ist einfach übelst geil. Hier fühlt man sich richtig wohl. Auch das Setup haben wir natürlich sofort untersucht. Hier die Controller, hier golden, selbst von ihm zusammengeschraubt. Und dann hier war noch irgendwo, hier noch ein Scuff, Alter, mit so Spider-Paddles. Richtig krass auf jeden Fall. Und ja, Leute, wir verbringen heute zusammen einen Abend und wir gehen aufs Schalke-Spiel. Die spielen nämlich gegen Bayern München. Aber wir haben nicht irgendwelche Tickets, sondern wir sind echt in der ersten Reihe, ne? Also richtig, richtig geil. Das hat er uns nämlich so quasi geschenkt. Und ja, also ich nehme euch natürlich mit, wenn wir dann gleich zum Stadion fahren. Bis gleich. Hey Marcel, in welchem unbekannten, mysteriösen Restaurant befinden wir uns gerade? Maredo. Wir sind das erste Mal hier, ne? Ja. So Leute, in 20 Minuten geht das Spiel los. Wir sind ein bisschen spät dran. Hier seht ihr das Stadion auch schon von außen. Ich bin echt mal gespannt, was für eine Stimmung sein wird. Sehr Bayern München gegen Schalke. Ich sag, Schalke gewinnt 8-0, ich hoffe es auch. Wenn Schalke 8-0 gewinnt, was machen wir denn, Marcel? Koks ich im Video. Boah Leute, einfach erste Reihe im Unterrang. Richtig sick, Alter. Ich bin übelst gespannt, wie jetzt gleich die Sicht aufs Spielfeld ist. But in the dark, every spark seems blinding. Every wind's just a door to a bigger goal. Every step you can fall to a bigger hole. No, I can't let it get to me. If I do, I become my own. Das sind unsere Plätze. Ja, ist so cool. Übelst da am Spielfeld. Danke auf jeden Fall nochmal nicht. Das ist korrekt. Als klares Zeichen des deutschen Profifußballs gegen jede Art von Terror und Gewalt bitten wir euch um einen Moment des stillen Gedenkens. Vielen, vielen Dank. Krank, wie leise alle geblieben sind. So heftig, ja. Halbzeit, aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Mal schauen, wer es gewinnen wird. Ich habe irgendwie die Tendenz, dass Schalke es reißt. Ich weiß nicht, Bayern überzeugt mich nicht wirklich. Und ja, mal gucken. So, meine Freunde, wir sind hier gerade im Stadion. Ich habe mir die Kamera geschnappt. Auf jeden Fall mächtig krass hier. Und wir sehen schon, Anton guckt auch gerade Fuß. Ich schau Klassiker, Leute. 2-0 führen die schon nach der ersten Halbzeit. Ey, richtig nice. Ganz normal natürlich im Stadion Fußball zu gucken, aber er guckt auf dem Handy. Kann man nichts machen. Leute, 3-0 für Barca, Alter. 3-0 für Barca, gönnt euch. Oh mein Gott. So, Ronaldo mit dem traurigen Gesicht. Gönnt euch das Tor, Alter. Holy shit, Mann. Neymar mit der Hacke auf Iniesta und der haut ihn in den Winkel, ey. Yeah!
Das Spiel ist zu Ende, 3-1 für die Bayern. Wir fahren jetzt auch schon nach Hause und feiern noch in den Geburtstag rein von der Schwester von Marlon. Die macht dann nämlich eine Hausparty und Marcel und ich werden uns natürlich eingeladen. Sind natürlich eingeladen. Ne, wir haben uns jetzt so zufällig reingeschmuggelt quasi. Und ja, mal schauen, was es gibt. Sogar eine Shisha. Es gibt sogar Cocktailbar, es gibt einen DJ. Das ist der beste Tag meines Lebens. Richtig nice, Alter. Ich zeig dir nachher wahrscheinlich die Location. Und ja, mal gucken, was wir noch so machen werden. Vielleicht zocke ich noch ein bisschen. Marlon meinte, ich soll seine KD so ein bisschen höher machen. Also, bis dann. So, Anton ist gerade am Zocken hier auf Redwood. Ist schon auf einer 13er Gunstreak. Natürlich erste Runde des Tages. Kein einziger Tod. Das ist echt krank. Hier der Vorführeffekt natürlich. Wir gucken jetzt hier gebannt zu. So. Also ich bin 1 vor Ort. Da ist einer. Ich hoffe, dass du so fett stirbst, Digga. Oh, schade. Warte, Geist, soll ich noch raushauen? Ja, nein, nicht mehr raushauen, nicht mehr raushauen. Ja. Also ich bin 1 vor Ort. Digga, wenn ich jetzt einen Nuklear mache, ich lach mich schlapp, ne? Dann bist du der beste Spieler der Welt. Meine Hände sind noch übelst eiskalt, Alter. Gerade, das wäre der perfekte Tag. Barca hat 4-0 gewonnen. Ja, eben deswegen, ja. Bin was? Richtig hyped gerade, Alter. Aber richtig viele Gegner scheinen da zu sein, glaube ich. Guck mal bitte. Was? 6? Oh, da sind welche. Oh, die sind da. Oh ja, natürlich ein Burst, skrupellos. Jetzt überlebe einfach, überlebe. Ja, jetzt überlebe. Eine Sekunde. Okay. Ja, okay. Ich hab noch. Digga. Ich lauf rechts lang. Ach, ich hoffe, du fällst runter. Digga, wenn ich jetzt runtergefallen wäre, das wäre schon sehr, sehr peinlich gewesen. Hau Orbit raus, Mann. Ich mach werd nervös sonst. Oh Gott. Siehst du, die kommen immer da. Guck mal, was er macht. Er schleicht, Digga. Er schleicht. One Burst. Noch einer. Oh! Das zeige ich nie im Leben im Video. Eben war da ein Gegner bei dem LKW ungefähr, Leute. Weil, obwohl es out of map ist. Hä? Ich schwöre, da war einer. Ich hab's gefilmt. Das war das I feel good Geräusch schon wieder bei dir. Wie kommt der da hin? Der Beastfinger da. Wäre ich auch schon im Arschloch. Wir gönnen uns jetzt gleich noch eine Pizza. Ich zeige euch mal kurz unseren Schlafplatz, weil wir übernachten jetzt hier auch. Haben jetzt spontan entschieden, weil hier ist einfach zu krass, Leute. Das stimmt. Das beste Haus, in dem ich jemals war. Ist echt so. Ich hätte gleich mal hier kurz. Also, hier ist richtig viel Platz, Mann. Hier werden Marcel und ich später eine unvergessliche Nacht verbringen. Also Leute, ich zeige euch jetzt gleich noch die Location von dem 18. Geburtstag. Da gibt es sogar noch so eine eingerichtete Shisha-Lounge und so. Wir sind so safe gesoffen und gepfft. Spaß. Alles klar. Wir sind gerade fleißig am Feiern. Mal schauen, wie lange es doch dauern wird, bis Marcel die erste Liegestütze auf der Tanzfläche macht. Und hier ist gerade Blue irgendwo am Start. Ja, die K9-Unit ist natürlich auch am Stissen. Ja, komm her, Bro. Digga, wieso knurrt der so, Bro? Alles klar. Was geht, YouTube? Der Typ ist übelst drauf. Der ist voll AFK im Spawn, Digga. Er ist so im letzten Gefecht. Es fehlt nur noch ein Pistolschuss. Cut. Das lade ich sowas von hoch. Das werde ich sowas von reinschneiden, Digga. Ich werde das sowas von reinschneiden, Bro. Ich fick deine ganze Familie. Meine ganze Generation. Alle. Safe, Digga. Safe. Jetzt kommt die schwierigste Challenge des Tages. Und zwar schaffen Marcel und ich, diese Leiter hochzuklettern. Dramatische Musik ab. Digga. Komm, Digga, du musst schneller machen. Digga, ich gehe jetzt epische Musik, wie ich ganz klar. Komm, Marcel. Hör auf zu wackeln, Mann. Du hast den geilsten Arsch der Welt. Du hast den geilsten Arsch der Welt. Alter, wie bequem ist es hier oben, Digga? Das Bett so lost. Digga, ey, jetzt mal ernsthaft. Wie dieser Tag überhaupt entstanden ist. Erstens, dass damals dieser Zufall entstanden ist, dass ich genau den Marlon geantwortet habe bei Facebook, als er sich gemeldet hat, um die Möbel abzuholen. Und dann, dass das Ganze entstanden ist, dass wir von ihm eingeladen wurden auf das Spiel auf Schalke und dass er hier so ein cooles Haus am Start hat und so, dass wir einfach ohne Probleme pennen können. Das genau an dem Tag, wo das Schalke-Spiel ist, auch noch seine Schwester Geburtstag hat und in ihren 18. reinfeiert und wir da auch noch spontan vorbeigeschaut haben. Auf jeden Fall übelst der krasse Zufall, Alter. War auf jeden Fall echt ein cooler Abend und so. Wir haben echt richtig viel Spaß gehabt und so alle zusammen. Und ja, Marcel und ich genießen es auf jeden Fall noch
hier die Nacht oben im Dachgeschoss von dieser kleinen Hütte, wo unten die Möbel sind, aus der Fullhouse-Wohnung und so, beziehungsweise aus meinem alten Zimmer. Warte, ich habe eine Idee. Weißt du, weil das nur Glühbirne, das ist immer so ein Zeichen für eine Idee, weißt du? Ja? Du hast eine Idee? Ja. Okay. Meine Idee ist... Hau mal raus, Digga. Was ist deine Idee, Bro? Also, Digga, meine Idee ist... Ja, hau raus. Wir müssten eigentlich uns so für Geburtstage buchen lassen. Dann so auf die Geburtstage gehen. Ohne Cash, einfach so just for fun. Wenn ihr wollt, dass wir auch mal auf eurem Geburtstag vorbeischauen, lasst aber doch so einfach mal ein Like da, Leute. Oder schreibt einen Kommentar. Ey, ich wünsche mir, dass ihr auch mal bei meinem Geburtstag vorbeischaut. Ich würde so sagen, ab 16. Geburtstag so. Ab dem 16. Geburtstag. Finger einfach ab. Ja, das wäre nice, wenn wir einen Finger abbeißen, der Aufnahme. Aber lad's dann bitte noch hoch, Marcel, okay? Lecker, lecker. Lecker, lecker. Nächster Tag ist angesagt. Marcel hat hier gerade noch 2 Panini-Sticker gekauft. An der Tankstelle, man kennt ihn. Pack Opening in Real Life. Mal schauen, was wir jetzt ziehen. Wir ziehen Safe Messi komm, oder so. Mach mal jetzt das erste auf, Digga, komm. Ich kann mich auch gar nicht erinnern, als ich jetzt genommen habe. Oh, da ist was Glitzerndes, glaube ich. Ich meine, als 21-Jähriger solche Sticker zu kaufen, ist doch ganz normal, oder? Hier. Schau mal. Oh, wer ist das? Ah, Digga, ist schon hier glitzernd, aber was ist das für eine Mannschaft? Ach, keine Ahnung. No Hands. Weiter. Ja. Wer ist das? Zapata und Abate. So, hier haben wir auf jeden Fall Toni Kroos und Luka Modric. Sind boah, da auch das ist natürlich heftig. Das ist schon mega nice. Aber pass auf jetzt, Digga. Oh, wir haben sogar hier die andere Hälfte von Real. Guck mal. Oh. Hier haben wir sogar hier Bale und so. Aber Real hat gestern verloren. Ja, No Hands. Altin Top. Pelé oder falsche. Schau mal, ey, sogar hier sind diese Fake Packs. Ja, ist so, Digga. Alter. Oh Mann. Das war ein schlechtes Pack. Also meins war besser. Darf ich es reißen? Nee, doch reiß es nicht, Digga. Das ist schon, er wird uns schon lange an diesen Tag erinnern. Nee, ohne Scheiß, nochmal danke an die Familie von Marlon und an Michelle, dass wir dort bleiben durften. Hier ist zumindest das beste Licht aller Zeiten. Guck mal, wie ich aussehe. Mhm. Sogar mit Brille bin ich jetzt der absolut schönste Mensch. Also nochmal vielen Dank, wirklich. Es war ein sehr, sehr schöner Abend. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht zu viel von dem Abend reinschneiden. Da waren schon einige Szenen, die man, glaube ich, nicht zeigen sollte. Und ja, ich würde sagen, sehen wir uns in der nächsten Szene wieder. Okay, Leute, wir sind jetzt auch schon bei Marcel wieder zu Hause. Ich werde jetzt gleich das Video noch bei ihm schneiden und dann im Anschluss nach Hause wieder nach Ulm fahren. Und heute ist auch der 4. Teammate dazu gestoßen, der Quickie. Das wird jetzt eine richtig nice Zeit, Alter. In 2 Wochen steht auch ein wichtiges Turnier an. Aber ich halte dich auf jeden Fall noch auf dem Laufenden. Und wir nehmen jetzt noch für Marcel eine richtig geile Challenge auf. Die verlinke ich euch mal ganz oben in der Videobeschreibung. Und dort kassieren wir dann auch eine Bestrafung, also einer von uns beiden. Ich bin gespannt, wie das enden wird. Und ich würde sagen, checkt das Video aus, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bewerten kommt hier. Vergessen und tschüss.